Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Das diesjährige Harley-Davidson-Treffen wurde abgesagt. Der Kindergarten in Tinnum wird erweitert. Auf Sylt haben die Geschäfte wieder geöffnet. Es gilt eine Alltagsmaskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Und vermutlich dürfen ab dem 4. Mai die Zweitwohnungsbesitzer wieder auf die Insel reisen. Das Meerkabarett in Rantum findet aufgrund der Corona-Krise in diesem Sommer nicht statt. In Tinnum entsteht momentan ein neues Wohngebiet für Sylter Familien und der Lanserhof Sylt in List eröffnet erst im kommenden Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Bleiben Sie gesund.